Würde ich sagen, machen wir ganz lange rum und gehen ins Game rein. Schönes Pokémon-Layout hier. Oh Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ja, eigentlich für euch, sondern für mich. Ich bekomme die Tage jetzt meine weiße Zähne raus. Gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Also so richtig... Null. Ja. Null Bock drauf. Echt. Wirklich. Total keinen Bock drauf. Also, das Ganze geht dann noch auf YouTube in dem Part. Ich kann euch sagen, soweit bin ich hier. Und wir könnten zum Arena leider gehen. Ich muss mal gucken. Ich habe letztens ein paar Parts vorprogrammiert. Genau, Kikerlo gehört zu unserem festen Team, Waggon gehört zu unserem festen Team. So wie auch halt ich an mich selbst. Warte mal, muss ich noch ändern, ja, ich an mich selbst. So in die Kacke. So. Na. So. Okay. So. Waggon gehört zu unserem Team, genauso wie Macholo. Roselia. Mirapla. Genau, ich wollte Mirapla zu Uflo und dann zu Giflo. Ach du Scheiße, bin ich jetzt richtig? Oder umgekehrt? Ach ja, genau, Mirapla behalten wir auch. So, und die zwei kommen weg. Das heißt, zwei Plätze haben wir noch frei. Ich weiß gar nicht, ob wir schon zur Arena gehen. Ich glaube ja, ne? Bist du Arena schon oder mit dem Dach? Nein, okay, du befindest die Armleuchtung. Im Meer. Stimmt, wir müssen erst zu diesem tapischen Leuchtturm. Waren der jetzt nochmal? Alter, da geht's etwas. Da ist der Leuchtturm. Zwei Supertränke kann man immer gebrauchen. Da ist die Arena-Leiterin. Yo. Guck mal, was sie zu sagen hat. Du bist der Arena-Challenger, stimmt's? Naja, schließlich bist du an bei der, die Dylan höchst persönlich empfohlen hat. Da hat sich unter den Arena-Leitungen zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchs da, damit du auch über dich Bescheid weißt. Jetzt kommt eine Liga-Karte von ihr. Nice. Ach, Reiz. So. Ich hab einen Geburtstag. Ey. Ich freue mich. Perfekt. Jetzt müsste ich da eigentlich schon gehen, ne? Diesen checken wir hier noch ab. Aha, Powerball, sehr gut. 5 Netzbälle, ne? Warum nicht? Das ist immer gut. Ja, oh, ich habe ja schon eine Angel. Oh, vielleicht können wir ein gutes Wasser-Pokémon fangen. Dass wir mit in unsere Reise nehmen. Ja. Ganz kurz, ich muss mein kleines Becher stehen. Da kommt nämlich mein Teebeutel rein. Denn Pranza ist ja gesund und trinkt Tee. Grüßchen. Kamahaps haben wir ja schon mal gefangen, also für den Pokédex brauchen wir nicht, aber ja schon, waren wir uns ja schon einig, ich war mir eher gesagt einig, dass ich ihn nicht in mein Team nehme, mein Festes. Gut, gegen mich ist es halt effektiv, sein Aquaknaller. Kamahaps schützt sich selbst. Hat's, das wird eigentlich schon lang hopp. Ja, wurde nice. Langt, reicht. Reicht. Komm, hab's wurde besiegt. Erfahrungspunkt erhalten. Ja, nice. Ich weiß nicht. Ich guck mal, ich hoffe, da kommt jetzt noch was Gescheites raus, endlich. Ansonsten wäre das ein bisschen döf.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Auf was Gescheites. Komm, er hab's, toll. Mich kann nicht lange aufhalten eigentlich. Bin da eigentlich schon froh. Will das jetzt nur ein Kamehaps drin sein? Komm, könnt ihr mir das erzählen? Oh, egal, scheiß auf. Dann gehen wir zu Arena. Ich weiß gar nicht, scheiße, ist eine Wasserarena, ne? Ich hab gar keinen. Die Kerlo komme ich ja nicht weiter als Ding, ne? Da ist nur Level 14. Wir müssen gucken. Guck mal einfach mal. So. Ja. Ich versuch's jetzt einfach mal. Zieh mir jetzt erstmal da natürlich meine sexy Uniform an. So wie es gehört. Vorhanden hier. Jeder am Stiesel mit der 112 hier. Nice. Noch ein Stück von meinem Glückstäschchen trinken. War das, wo man das einstellen muss, da dass man. Boah, Gott, stimmt ja. Muss man immer diese Schalter, diese Wasserdinge einstellen. Ja, gut, sollen wir aber hinkriegen, kein Problem. Wir machen eher meine Pokémon-Sorgen. Ich habe nämlich noch nicht allzu viele Pokémon. Na egal. Wir werden jetzt schon packen, denke ich. Schauen wir auf einfach mal, auf was für ein Niveau die kämpfen jetzt, auch von dem Pokémon-Level her, ist natürlich auch wichtig. Hoffe ich jetzt natürlich nicht allzu viel, aber wir werden sehen. Oh, Arena-Trainer, Barbara. Warum steht da nicht Arena-Trainerin? Nicht sehr, finde ich ein starkes Stück. Das Problem ist, mit Glut und Nitro-Ladung kommen wir hier nicht weit. Das heißt, tatsächlich muss ich mich auf meinen Doppelkick verlassen. Da mein Pflanzen-Pokémon Level 14 neu ist, ne? Aber Doppelkick läuft bisher ganz gut. Falls uns die Attacke ausgeht, haben wir auch immer noch einen Äther, glaube ich, einstecken. Müssen wir auch noch haben. Yes! Also, The Brain ist hier on fire. Und wenn auch ihr Teil der Brain Family werden wollt, einfach Follow da lassen. Oder auch bei YouTube vorbeischauen, alles unten in den Panels. Auch da gerne Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Und hocken wir das Ding zusammen. Oha, über 2000 Pfund. Schmeckt. So, jetzt aktivieren wir mal das hier. So, aktivieren wir das hier. Dann nehme ich mal an, müssen wir wahrscheinlich eh wieder zurück. So, dann nehmen wir das. So. Überlegen. Hier durch. Ah ne, wenn ich das aktiviere, hat das zwar auch, aber das. Okay, warte mal. Ne, dann komme ich ja da nicht durch. Okay, ne. Gut, okay. Wir müssen auf jeden Fall gegen die kämpfen jetzt. Da kommen wir nicht rum. Arena-Trainer Claudia. Ist eine Schwester? Ist vielleicht die Schwester? Claudia, Barbara, was kommt aus nächstes? Oh. Oh, ein cooles Pokémon-Krabi irgendwie, finde ich. Wir verlassen uns auf Doppelkick. Das ist irgendwie. Steigt noch die Verteidigung. Ach, das ist scheiße. Ich guck, muss mal abgucken, ob. Ach Gott, das sieht jetzt noch weniger ab, Alter. Gut, Hauptsache ich gehe nicht. Ich gehe nicht baden. Ja gut, aber ich bin Level 27, das heißt. So viel zieht es mir wenigstens nicht ab, da bin ich wenigstens ein bisschen geschützt. Bevor wir zum Arena-Post gehen, müssen wir sowieso auf jeden Fall unsere. Mein Pokémon. Nochmal voll machen mit Ethan, auch mit Tränken. Und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt unser Team mal so zusammenstellen.
dass wir da auch was ausrichten können. Ups, nee, wir kämpfen weiter. Achso, nee, jetzt hatte ich eigentlich, ja, jetzt hatte ich eigentlich mal Mirabla aus. Und das probiere ich jetzt mal aus. Mirabla habt ihr schon aus, in dem Level ist, wo sie auch mit 15, Level 15 mit denen, wenn ich es mithalten kann oder denen vielleicht den Schaden machen kann, den ich benötige. Dürft ihr eigentlich nicht viel ausmachen, genau. Hab ich schon gedacht. Schon, man kann es übertreiben, ey. So, jetzt machen wir einen Megasauger. Natürlich hat das mehr Initiative, da lässt er angreifen. Bin ich gleich kaputt, obwohl ich am angegriffen habe. Jetzt kommt noch eine Whirlpool, ne? Oh ne. Bist eigentlich. Oh, okay, nice. Ich krieg auch Leben dazu. Okay, das ist gut. Ich glaube, der Rappler kann da schon gut mithalten. Auch wenn es 5 Level drunter ist. Sehr gut. Gut, der Initiativwert ist halt scheiße. Das heißt, ich werde wahrscheinlich immer am Anfang die, den Schaden kassieren. Ist halt der einzige Nachteil. Aber gut. Ich bin jetzt hier noch schön Erfahrungspunkt jetzt. Gut. Nee. Und nicht ins Team. Dann würde ich sagen, tauschen wir nämlich jetzt auch die Plätze, dass der Rappler hier hochspringt, dass ich immer die Pokémon tauschen muss. So, ne, hatte ich besprochen. Genau. Tausche mir nämlich hier einmal gegen, ja, klar, Körper. Als zweite Pokémon. Doch. Jetzt drücken wir den. So, genau. Gehen wir da zurück. Aktivieren den roten. Genau. Müsste eigentlich richtig sein, ne? So, jetzt sind wir hier. Okay, dann müssen wir jetzt erst nochmal einen roten aktivieren. Ah, können wir ja. Na gut. So, rot. So. Dann tun wir hier den blauen aktivieren. Dahin zu kommen, müssen wir den gelben hier aktivieren. Gelben komme ich am besten. Oh. Muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Na, irgendwie klar, aber ich muss da runter. Aber da unten ist nämlich ein gelber Schalter. Ob Mirabla das jetzt schafft, vielleicht sogar mit einem One-Hit. Ich weiß gar nicht, was für Levels sie jetzt da alle für Levels sie da alle sind. Okay, Level 20, okay, es geht noch. Initiative wird wahrscheinlich nicht. Ja, war mir klar. Solange das so Attacken sind, kann ich locker mitleben. So, Megasauger. Wunderbar. So, mein Leben sogar voll, sehr gut. Das gleiche machen wir nochmal. Dass sie alle Whirlpool können, hey. Also Früchtetee. Kann ich nur empfehlen. So, das war Nummer 1. Sehr gut. Zack, Level 16. Darauf versucht Stachelspore zu lernen. So, jetzt gucken wir einmal. Stachelspore macht. Stärke gar nichts. Na gut, brauche ich eigentlich nicht. Auch können wir gegen das ersetzen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Die normale Attacke von ihr macht ja jetzt auch keine Schaden. Ne, Kamerabs kommt. Mirabla soll bleiben. Nice, so. Sehr effektiv, ja. Ah, das ist halt das. Also da müssen wir mit Mirabla erst einiges leveln, dass hier auch der Initiativwert nach oben steigt. Aber mit Megasauger kann ich mich immer wieder voll machen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Ich hoffe, ich habe einen Ether dabei. Muss ich auf jeden Fall ein. Oh!
Dies ist wohl sehr effektiv. Ich hoffe, der kriegt es. Ui. Na gut, Tränke habe ich genug. War aber knapp, Herr, mit einem. Ach du Scheiße. Gleich Level 17, das ist sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Bin ich reden. 2016 Pfund. Aber bevor ich es vergesse, jetzt machen wir das gleich. Und zwar Mirabe heilen. Machen wir da oben, oder? Durch einen Supertrank, oder? Ne, ein Trank reicht. Zwei Tränke, eher gesagt. Den habe ich eh genug. Ah, ihr Äther habe ich. Bin ich gerade sehr gut. Äther habe ich. Wunderbar. Sehr gut. Kriegt sie auf jeden Fall. So, was brauchen wir noch? Gelb, ja? Ah, wenn ich aber gelb aktiviere, komme ich nicht mehr raus. Also ich muss vorher rot aktivieren. Je. Warte mal. Ich muss vorher rot aktivieren. Rot, 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 rot. Also da komme ich gar nicht drum. Weiß ich, müsste. Ach Gott. Uiuiui. Branzer überfordert. Der Brain ist überfordert. Das heißt, warte mal kurz. Ich muss das erst wieder aktivieren. Erst aktivieren. Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. So. Dann gelb aktivieren. So. Was für ein Plan habe ich jetzt genau im Kopf? Rot deaktivieren. Ah ja, genau. Genau, und jetzt komme ich hin. Genau, weil ich ja gelb deaktiviert habe, genau. Ah, seht ihr? The Brain ist am Stießen. So schwer war es doch nicht. So, bevor ich da hingehe, kriegt jetzt Mirabe noch den Äther. Heilen. Den Äther einsetzen. Megasauger, ich weiß nicht, wie oft es das braucht, deswegen. So. Und auch sicherheitsweise. Speichern mir ab. Für den Livestream geht es natürlich weiter, aber für YouTube war es das mit diesem Part. Komme ich auch nochmal fürs Zuschauen. Also sehen wir uns. Entweder schaut ihr nochmal in den Livestream-Wiederholung rein oder ihr schaut den nächsten Part. Ciao.